Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und heute, ja, unterhalte ich mich, ja, sag ich mal so, in einem Art Talk. Ich durfte auf der Interzoo einen, ja, spannenden Talk mit drei spannenden Gästen halten und die stelle ich euch jetzt alle mal vor und viel Spaß mit dem Talk. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem Tech-Talk. Wir wollen über Technik eines schönen Biotop-Aquariums reden, wo wunderschöne Zebra-Harnischwänze drin leben. Und dafür habe ich natürlich drei renommierte Experten neben mir sitzen. Einmal habe ich hier den Joachim Wilmig von Oase, den Florian Schmager von HS Aquaristik. Hallo. Und natürlich den Stefan Hetz vom ZZF. Ja, vielleicht erzählt ihr mal selber von euch so ein bisschen. Joachim, du bist von Oase. Magst ein paar Worte über dich verlieren? Wer bist du? Was machst du? Was machst du genau bei Oase? Und warum bist du bei Oase? Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Warum? Kann ich selber gar nicht so beantworten, würde ich sagen. Doch, eigentlich schon. Also ich bin Aquarianer seit meiner Jugend. Mein Vater hatte schon ein Aquarium. Und das habe ich natürlich irgendwann übernommen. Das heißt, ich bin mit einem Aquarium irgendwie groß geworden. Und so kam es auch zu meinem ersten Beruf. Ich habe tatsächlich im Zoofachhandel gelernt. Bin dann irgendwann danach nochmal in ein Kurzstudium gegangen und bin dann zu Oase gewechselt. Erst in den Außendienst und aktuell bin ich als Produktmanager für die Indoor-Aquaristik im Bereich Aquaristik tätig. Ja. Okay, Florian. Ja, ich bin der Florian von der HS Aquaristik, bin da sowohl Gesellschafter als auch Geschäftsführer. Naja, für mich gab es wenig Optionen, weil es ein Familienbetrieb ist. Ich meine, da hast du keine Optionen, was anderes zu machen, da wächst du dann so rein. Und ja, mittlerweile seit 8 Jahren ungefähr und ich glaube, es hat sich einiges entwickelt in der Zeit und ich bin froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Okay, und HS Aquaristik, was ist das genau? Also jetzt für Händler ist es jetzt bekannt, aber vielleicht den einen oder anderen, der weiß jetzt gar nicht, was es genau ist. Die HS Aquaristik ist natürlich vorwiegend für die Fachhändler in Deutschland und Österreich ein Begriff, zumindest in der Aquaristik. Der Endverbraucher kennt uns wahrscheinlich eher nicht, da wir lediglich als Großhandel auftreten für viele große, renommierte Marken und da eher im Hintergrund agieren. Sprich, wenn man durch den Zoofachhandel geht, durch die Aquaristikabteilung, sieht man sehr, sehr viele Produkte, die über uns gehandelt werden und über uns in den Zoofachhandel kommen und am Ende auch beim Endverbraucher daheim im Aquarium landen. Ja, Stefan, magst du auch ein paar Worte über dich verlieren? Dich hat man schon öfter mal gehört und auch hier gesehen. Ja, meistens sitze ich ja irgendwo am Teich oder sonst wo, wenn du mich per Telefon erwischt. Aber heute sitze ich mal tatsächlich auf der Bühne hier beim Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe. Das ist, da arbeite ich auch als Heimtierexperte oder als Fachreferent für Heimtiere und internationale Beziehungen. Und international ist ja auch das Aquarium, was wir hier hinter uns stehen sehen haben. Und wir haben auch, weil eben da drin Harnischwälse sitzen, sorry, wenn ich das jetzt vorwegnehme, die Heimtiere des Jahres sind. Deswegen haben wir das halt hier auch ein bisschen mit uns ausgedacht und mit konzipiert. Ja, kommen wir direkt. Ja, zu meiner Person, glaube ich, brauche ich nicht viel sagen. Ich hatte schon ein paar so Podcasts. Jo. Kommen wir auch direkt zu dem Aquarium, was neben uns steht. Vielleicht mögt ihr oder einer mal von euch erklären, womit es sich da genau auf sich hat. Warum steht es genau hier? Was ist genau jetzt gerade da drin an Tieren? An Tieren vielleicht eher nicht ich. Ich bin ja wahrscheinlich eher als letztes zu dem Projekt dazugekommen, weil es bis vor 3-4 Wochen kam durch Zufall die Anfrage bei uns wegen der Beleuchtung, dass man da noch eine Lösung braucht. Und ich kann ja sagen, der Adri hat es ja gemacht und irgendwie kam dann der Kontakt zum Adri, man hat dann gesprochen und dann ich habe eine andere LED im Kopf gehabt, als ich gehört habe, Zebra-Harnischwälz. Der Adri hat dann, weil wenn ich an Süßwasser-Aquaristik denke, dann denke ich bei, in dem Fall Chihiros, was es jetzt geworden ist, an eine RGB, WRGB-Beleuchtung. Da, vielleicht war der Horizont da nicht weit genug, an die Lampe zu denken, die der Adri am Ende genommen hat. Weil der Adri ist dann auf eine Nova-LED gekommen von Chihiros, welche eigentlich eine Meerwasser-LED ist, die über 8 Kanäle verfügt und für die Süßwasser-Aquaristik eigentlich nicht so oft verwendet wird, weil da eben die wenigsten Leute dran denken und auch die Auslobung dieser LED wirklich den Meerwasser-Aquarianer im Fokus hat.
aber durch das, dass der Adri die auch selber verwendet hat, hat er diesen Effekt gesehen, die diese LED kann. Und ich hoffe, man sieht es in dem Video auch, dass die diesen Kringeleffekt auf den Steinen, wie das über die Steine schimmert. Und das war der Effekt, den wir eben für dieses Aquarium wollten. Und durch diese Anpassbarkeit konnte man diese LED auch für die Süßwasser-Aquaristik eben so anpassen, dass das für dieses Aquarium funktioniert. Mhm, und hoffentlich sehr gut funktioniert. Ja, wir durften die Filtertechnik dazu beisteuern, haben also unten unseren Biomaster drin. Ich denke, da gehen wir wahrscheinlich später nochmal einmal drauf ein. Und ja, zu den Fischen, wir haben also einmal den Zebra-Hanischwels drin, den L46. Und dann, das ist ganz interessant, weil das kann der Stefan wahrscheinlich am Ende beantworten. Als ich gestern hier vorbeigeschlichen bin, habe ich gedacht, da wären gerade schwarze Neons eingesetzt. Das sind sie aber nicht. Das sieht man, wenn man näher dran geht. Vielleicht sieht das in der Kamera auch noch anders aus. Sie sind natürlich wesentlich größer von der Statur her, haben eine Fettflosse, deswegen ist es klar ein Salmler. Aber das muss eine besondere Art sein, die hier organisiert worden ist. Und ich denke, das kann Stefan beantworten, weil ich müsste es nachgucken. Ja, das war ganz interessant, weil wir, ich meine, wenn man hier Zebra-Hanischwälse reinpackt und wenn man das Becken nicht entsprechend einrichtet, dann kann das ja sein, dass man den nicht sieht. Deswegen haben wir hier so einen Plüsch-Zebra-Hanischwälz dabei, den man mal hochhalten kann, so nach dem Motto, so würde es aussehen, wenn ihr was sehen würdet. Aber ganz im Gegenteil, da kommen wir später noch drauf von der Einrichtung her. Also wir haben hier Mönckhausener Haikoi mit drin. Haikoi, weiß ja jeder, nach Heiko Bleher benannt, gibt ja viele Fische, die Bleheri oder Haikoi oder sonst wie heißen. Mönckhausener Haikoi. Und das Interessante ist, dass wir den Leandro Sousa, den wir hier, das ist ein Professor, der direkt am Xingu auch an Zebra-Hanischwälzen forscht, dass wir den gefragt haben, welche Fische denn im gleichen Biotop mit vorkommen. Und da hat er eben gesagt, ja, Mönckhausener Haikoi hat noch ein paar andere Arten und so genannt. Und dann haben wir eins unserer Mitglieder befragt und haben ein bisschen rumgefragt, ob die da sind. Und haben die das vor 2-3 Wochen noch gesagt, ja, die sind da, können wir jetzt liefern, also wenn ihr die noch wollt. Und deswegen sitzen hier 25 Tiere drin. Okay, kommen wir direkt auch mal zum Thema Einrichtung. Der Adri Baumann hat das am Ende eingerichtet. Stefan, du warst mit dabei. Erzähl doch mal, so, ja, ich habe schon mal was gehört. Woher kommen denn eigentlich die Steine? Und, ja. Die Steine hat Adri da reingepackt. Ja, das war mir schon ein bisschen klar, aber ich habe gehört, dass du dir auch irgendwo hergeholt hast. Ja, das war ein bisschen... Ja, also am Mittwoch war ja 1. Mai und ich habe gedacht, bist du noch mal in Oberfranken und siehst zu, dass du da noch einen ruhigen Tag verbringst, bevor dann der Endstress richtig noch mal losgeht und ich runterfahre hier. Und dann sehe ich irgendwie so eine längere Sprachmeldung von Adri und dachte, oh, eine längere Sprachmeldung von Adri, das klingt nicht gut. Und dann habe ich die angehört und nach 20 Sekunden war schon klar, muss ich mal anrufen. Habe dann angerufen und dann hat er gesagt, ja, er hatte besondere Steine vorgesehen und die sind irgendwo unterwegs verschollen. Also wahrscheinlich war irgendwo beim Umladen von einem auf dem anderen Lastwagen ein Aquascaper dabei und irgendwie hat sich gedacht, wow, das passt. Also wir hatten keine Steine und dann mussten wir relativ schnell ja, auf Ersatz rausgehen, aber auf eine Idee, die ich schon mal ein paar Monate vorher geäußert hatte. Aber da ging es nicht wegen Hochwasser, so wie rede ich mich jetzt hier raus. Also, ich habe es aus dem Fluss geholt. Und es war nicht so ganz einfach, weil in Oberfranken die Flüsse sind auch meistens nicht so, dass man im Auto direkt hinfahren kann und dass da so eine Palette steht. Ich bin halt 1,5 Kilometer mit der Schubkarre durch die Pampa und habe immer Leute, was sie so gefragt haben, was ich so mache. Ich habe gesagt, ja, ich fahre mit der Schubkarre an den Fluss. 1. Mai, ganz viele Leute laufen rum. Ja, dann habe ich die halt rausgeholt, immer fotografiert. Adri, ist das okay? Ja, ist okay, kannst du einpacken. Ja, dann habe ich da so insgesamt, glaube ich, 6 Zentner oder sowas gebracht. Das ist auch nicht alle. Wir geben die auch günstig ab nach der Messe. Also wenn jemand Bock hat, ich will die nicht mit zurücknehmen. Und eine Schubkarre dabei hat. Ja? Genau, eine Schubkarre dabei hat, dann mach einfach. Die Schubkarre war nicht so das Problem. Das Problem ist, die Steine dann noch hochzutragen, weil ich habe so ein Hanggrundstück und da geht nur so ein kleiner gewundener Weg rauf in 2 Serpentinen und dann trägt man die halt so vom Bauch und schleppt die dann irgendwie hoch. Und dann musste ich sie noch sauber machen. Also es war nicht so richtig lustig, aber dann am Donnerstag Nacht irgendwie um 10 Uhr waren sie dann soweit, halt ins Auto eingeladen und dann Freitag hier runtergebracht. Auch hierher mit einer Schubkarre? Oder? Nein, ja, wir haben eine Schubkarre mit Anhängerkupplung. Die verträgt aber nur 80 mit ihrem einen. Nee, Quatsch. Also wir haben sie ins Auto geladen. Das Auto hat auch ein bisschen hinten so die Beine gespreizt, aber hat alles funktioniert und ich möchte sie nicht mehr mitnehmen.
Joachim, du hast auch mal Zebra-Harnischwänze gehalten. Ist schon etwas her. Warum richtig, ja. Hältst du sie nicht mehr und wie war deine Erfahrung damit? Ja, also ich habe tatsächlich früher Diskus gezüchtet und vom Diskus letztendlich ja der Fluss, wo der Lebensraum der Harnischwälze drin mündet, der Amazonas, ist es natürlich von Südamerika keine so weite Brücke mehr zum Hypoanzestrus Zebra und auch die Wassertemperatur passt ja meistens so ein bisschen in diese Richtung an, wobei da auch ein bisschen geteilte Meinung manchmal in den Büchern steht. Ja, und ich habe dann irgendwann habe ich mir eine Gruppe von 12 Tieren geholt, habe ein Becken eingerichtet für die Zebra-Harnischwälze, eben auch mit vielen Steinen zum Verstecken, mit Röhren für die Männchen. Mein Hauptgrund dafür war jetzt nicht die Züchtung. Wie gesagt, ich habe immer Diskus gezüchtet, aber ich wollte sie halt gerne halten. Das habe ich dann gemacht und dabei kamen auch Pärchen raus und so kam es dann automatisch halt, dass es zur Zucht gekommen ist. Die haben sich gut verstanden. Die müssen ja quasi entscheiden, wer mit wem. Also man kann nicht einfach Männchen, Weibchen reinsetzen und dann auf Nachwuchs hoffen. Das funktioniert in den meisten Fällen nicht, zumal sie auch die Gruppe lieben, diese Tiere. Die suchen sich selber ihre Partner aus und so war es auch bei mir und irgendwann haben sich dann die Pärchen gebildet und dann kam es auch zu Nachwuchs zu Lege und das hat auch eigentlich immer funktioniert. Ja. Und warum hältst du jetzt heute keine mehr? Ja, das ist so ein bisschen von Berufswegen, würde ich sagen. Also du weißt es ja, wir haben ja schon einige Podcasts zusammen gemacht, dass wir bei Oase tatsächlich auch viele Aquarien haben und Früher habe ich da immer so ein bisschen drüber gelächelt, wie kann man dann zu Hause kein Aquarium mehr haben, wenn mir das irgendein Aquarianer, der damit beruflich was zu tun hat, erzählt. Also ich habe noch eins zu Hause, das steht im Wohnzimmer. Das ist aber eher langweilig. Also wenn Leute mich besuchen und das sehen, dann denken die immer, boah ey, das ist doch dein Beruf und warum sind da jetzt ein paar Neons und warum ist das nicht irgendwie special, special, special? Das ist ganz einfach, da fehlt mir die Zeit ein wenig zu und deswegen habe ich vielleicht ein bisschen der Vernunft wegen und des eigenen Anspruchs, weil wir sind ja immer umgeben von schönen Scapes, von Biotop-Aquarien und so weiter, habe ich dann vielleicht irgendwann mal ein bisschen Slowdown gemacht daheim. Aktuell steht nur ein Becken. Das kann aber ehrlich gesagt nächstes Jahr auch schon wieder anders sein, ja. Aber ich glaube, das kennen viele, die da mit der Aquaristik arbeiten, dass die daheim kein Aquarium mehr haben oder nicht ein Aquascape mit viel Arbeit. Ist bei mir das Gleiche. Hast du ein Aquarium zu Hause? Bist du eigentlich Aquarianer? Ich habe in der Arbeit entstehen. Ja. So unser Versuchsbüro-Aquarium, wo man natürlich auch Sachen ausprobieren. Was so ein Azubi-Projekt ist, das begleitet wird von einer Kollegin, dass die Azubis auch mehr reinkommen in das Thema und nicht halt bloß den stumpfen Büroalltag sehen, sondern auch, wie ein Aquarium funktioniert, die Biologie dahinter, was kommt zusammen, Licht, CO2, Filterung, alles drum und dran. Daheim, ja, ich habe noch ein Meerwasser-Aquarium. Allerdings mit 250 Litern, 300 Litern und sehr simpel. Okay, gehen wir ein bisschen weiter auf dieses Aquarium ein. Ich sehe, wir haben hier eine starke Strömung drin. Ja, beziehungsweise wir haben hier eine Strömungspumpe am Ende drin. Warum haben wir sie da drin? Ist die benötigt? Und ich sehe, dass die Zebra-Harnischwälze gar nicht wirklich in der Strömung stehen. Warum nicht? Ja, da kann ich vielleicht was dazu sagen. Ich habe es auch gestern erst so erfahren von Leandro Sousa. Wir haben gestern unser erstes Interview gemacht. Die Steine, die hier reingelegt worden sind, das ist ja nicht einfach so, dass man die reinschmeißt, sondern da hat sich Avi so eine echt Gedanken drum gemacht. Wir hatten vorher schon Kontakt und Leandro hat uns auch gezeigt, dass es da so Steininseln gibt. Das sind im Prinzip so große Felsbrocken in der Mitte auseinandergebrochen. Dann gibt es so Spalten, die vielleicht so 5-6 Zentimeter breit sind, manchmal unten spitz zulaufen. Und dann hat er Bilder gezeigt, da sitzen die drin. Und die nehmen wirklich sehr engen Kontakt auf und das wollte man eigentlich entsprechend irgendwie nachbauen, dass das hier drin so aussieht. Ja, das war so die ursprüngliche Idee. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, was muss man da alles reintun? Wie viel Pumpenleistung, also wie viel 10.000 Liter pro Stunde, habe ich gefragt. Hat er gesagt, das musst du gar nicht machen, weil eigentlich in den Steinen drin die Strömung sehr gering ist. Also die ist so vielleicht so 10 Zentimeter pro Sekunde, maximal 5 Zentimeter pro Sekunde. So oben am Fluss, also auch im Mittelgebirgsfluss bei uns, wo ich die Steine rausgeholt habe, das ist so eher 1 Meter pro Sekunde. Die fließen ja relativ schnell. Aber unten drin in dem Bereich ist es gar nicht so schnell. Also es war für mich auch neu, weil ich kenne das noch aus den 80er Jahren, wo die gesagt haben, ja, da musst du Turbellen oder sowas, da musst du mindestens 4 Stück drauf packen auf dem 60er, sonst geht da gar nichts. Und die brauchen das und so. Und wir haben eigentlich festgestellt,
festgestellt und auch in den letzten Jahren. Und ich habe auch in den Labors in Altamira gesehen, wie die gehalten werden. Das ist nicht unbedingt notwendig. Also ist überhaupt gar keine Strömung mehr notwendig? Naja, man braucht immer eine gewisse Strömung, sonst gibt es ja keinen Wasseraustausch, keinen Gasaustausch. Das Wasser, was unten ist, muss man an die Oberfläche. Die Temperaturzonen müssen sich auswirken. Also es ist jetzt Quatsch, ne? Also es ist nicht vom einen Extrem ins andere fallen, sondern aber so ein normaler Strömungsfilter oder sowas, was die Pumpe hier drin leistet, kann ich jetzt auch nicht. Ausgelittert habe ich sie nicht. Ich weiß nicht, was da oben drauf steht. Also die Motorleistung ist 1250 Liter. Ja. Die bläst ja richtig ordentlich durch hier. Wir haben ja nichts reduziert oder so, dicke Schläuche dran. Ich denke, so 900 bis 1000 Liter pro Stunde erreicht die. Was wird hier drin sein? Netto 400 Liter, dreimal umwälzen und dann halt noch die Strömungspumpe, die man aber auch nicht unbedingt brauchen würde, aber die natürlich auch toll ist, weil die Oberflächenbewegung und die Lichtkringel auch wie im natürlichen Biotop aussehen. Das ist eigentlich der Grund. Also man muss nicht da unten mit vollem Karacho da reinblasen. Florian, welche Auswahl von Strömungspumpen gibt es denn eigentlich so auf dem Markt und welche wäre vielleicht auch gut oder worauf könnte man achten? Ich denke mal, die Frage wird in Kombination mit dem Joachim und mir beantwortet, weil ich meine, ich kann ja bloß zu dem Sortiment sprechen, das wir haben. Der Joachim als Produktmanager hat natürlich dann nochmal einen weiteren Blick, auch was ganz Europa betrifft. Ich meine, ja, wir haben momentan verschiedene Arten von Strömungspumpen. Es gibt analoge, es gibt DC-Strömungspumpen, die dann wirklich regelbar sind, die ich mit dem Handregler einstellen kann. Modernere Varianten sind dann auch komplett per App steuerbar, dass ich die wirklich auf meine Bedürfnisse stufenlos runterregeln kann. Ja, also damit hast du eigentlich schon alles gesagt. Bei den Strömungspumpen gibt es eigentlich fast kein Limit. Ich habe gestern, als ich hier über die Stände geguckt habe, bis 20.000 Liter gesehen als Strömungspumpe. Das ist dann schon richtig ein Kracher. Von daher ist da wirklich für jede Gelegenheit was dabei. Ja, und manchmal halt für eine schöne Oberflächenbewegung lohnt sich tatsächlich auch im Süßwasser. Man soll sich da ein bisschen vorher erkundigen und natürlich auch die Tiere dementsprechend dafür haben. Aber generell kann man das so ein bisschen in manchen Situationen auch aus der Meerwassernische dann halt herausholen und auch da mal eine Strömungspumpe wie hier zum Beispiel einsetzen. Ja. Okay, gehen wir weiter wieder zur Einrichtung ein bisschen zurück. Ich sehe hier gar kein Holz drin. Ich kenne oder lese oft immer, Wälse brauchen Holz zum Abraspeln. Warum ist jetzt hier kein Holz drin? Wird das gar nicht benötigt? Ja, das ist in der Tat eine Frage, die auch schon viele Leute, die hier vorbeigegangen sind, gefragt haben. Im natürlichen Biotop kommt es nicht vor. Und Wels ist gleich Holz und so weiter. Ich glaube, das ist einfach so eine unzulässige Verallgemeinerung, die sich seit 50, 60 Jahren durch die Literatur schleppt. Es ist ja gerade so, dass im Xingu unglaublich viele L-Wälse, also diese Lorikariden, die alle nur L-Nummern und so haben, sich auf verschiedene ökologische Nischen da eingeschossen haben. Und da ist halt vielleicht Holz schon dabei, vielleicht nur an den Rändern irgendwo so ein Baum, der so halb reinreicht. Aber an der Stelle, wo die Tiere hier leben, da gibt es halt auch in der Natur kein Holz. Und der Xingu ist ein Klarwasserfluss, das merkt man auch. Leandro hat gestern erzählt, dass die Färbung ab und zu mal ein bisschen braun sein kann, wenn so Regenzeit ist und von außen so Sachen reingespült werden, so Laub drin ist und so Sachen, wie es auch bei uns ist. Ne? Aber ansonsten ist es halt ein Klarwasserfluss und ohne Holz. Und Holz ist ja meistens ein Substrat, damit die ganzen Tiere das da abraspeln und einen Biofilm mit aufnehmen und so weiter. Das machen die hier halt an den Steinen. Oder sie sind spezialisiert auf Schnecken oder andere Tiere oder sowas, auf andere Nahrungsbereiche. Okay, und welche Rolle spielt die Wasserqualität jetzt bei der Haltung? Welche Einflüsse kann auch zum Beispiel Technik dafür nehmen? Ja gut, also ich denke, das ist allgemeiner Konsens, dass ein Aquarium ohne einen Filter schwer zu halten ist. Wir würden halt natürlich Peaks bekommen, entweder im Ammoniak- oder im Nitritbereich. Das heißt, irgendwie würden die Tiere sich dann selber vergiften. Dagegen sorgt unsere Technik oder generell die Filtertechnik natürlich vor. Deswegen halten wir Technik. Es ist natürlich nicht nur der Optik wegen, dass das Aquarium klar ist, sondern es hat klare biologische Gründe, warum wir für die Bakterien quasi ein Zuhause bauen, damit entsprechend die Wasserwerte stabil bleiben und abgebaut werden und am Ende die Tiere sich nicht selber vergiften. Ja. Okay, wenn jetzt zum Beispiel ein Zuschauer oder auch ein Zuhörer hier so ein Aquarium sich nachbauen möchte, muss es diese Größe sein? Kann ich das auch wesentlich kleiner machen? Oder welche Empfehlung habt ihr da?
Ja, das ist eine wirklich sehr weitläufige Frage. Also wir haben ja verschiedene Trends in der Aquaristik von Nano bis hin zu Riesenbecken. Und deswegen kann man die Frage so eigentlich gar nicht so verallgemeinern beantworten. Es ist alles eine Verantwortung von uns Menschen, wenn wir Tiere halten. Es ist immer die Verantwortung, sich mit den Tieren auseinanderzusetzen, zu sagen, ich beginne jetzt mit dem Hobby und welche Bedürfnisse haben welche Tiere. Und wenn ich ein kleines Aquarium habe und habe dementsprechend dazu die Tiere, die auch in der Natur ihr Habitat in kleineren Nischen gefunden haben, ist das für sicherlich vollkommen okay. Wenn ich Tiere habe, die natürlich aus größeren Flüssen, aus größeren Bereichen oder selber eine große Größe bekommen oder Spezialfutter benötigen oder auch mal größer werden. Im Zooverhandel sehen die ja meistens noch relativ klein aus. Der L46 ist ja hier eine Ausnahme. Der Hypoancestus zebra, der ja mit einer Endgröße von maximal 15 cm, eher so zwischen 10 und 12, irgendwo da, sage ich mal, hängen bleibt. Das ist ja von den L-Wälzen meistens schon eine Ausnahme. Viele wären halt viel größer, wenn wir jetzt Adonis und so weiter denken. Sieht im Handel schön aus, hat eine wunderschöne Färbung als Jungtier, wird aber nun mal nachher richtig groß und man muss sich halt im Vorfeld mit der Haltung auseinandersetzen. Und ich denke, das ist eigentlich die Verantwortung, die man hat. Deswegen kann man die Frage, glaube ich, so nicht einfach beantworten. Die Größe ist richtig und die Größe ist richtig oder da beginnt ein Aquarium und da endet es. Es ist von bis, es hat mit der Verantwortung von uns als Halter mit dem Tier zu tun. Das hat der Joachim sehr schön gesagt, da ist nichts hinzuzufügen. Okay, wie sieht es mit den Wasserwerten jetzt zum Beispiel auch hier aus? Temperatur, ist da jetzt eine Heizung mit drin? Ich sehe nämlich keine. Ja, also wie die Temperatur eingestellt ist, muss ich ehrlich gestehen, weiß ich nicht. Ich denke mal so zwischen 26, 28 Grad eher. So ungefähr, ja. Der Heizer wird deswegen nicht gesehen, weil wir den Biomaster unten dran haben und der hat für uns natürlich den großen Vorteil, den sehen wir da drin, dass der Heizer im Filter versteckt ist. Das heißt also, der Heizstab ist integriert im Filter und somit fällt die Technik im Becken halt nicht auf. Das ist ganz charmant, weil man halt nicht zusätzlich noch ein Kabel, Glasrohr oder ähnliches im Aquarium hat. Und was noch wichtig ist, man würde wahrscheinlich die Zebra-Harnischwälze dann alle nur hinter den Heizer geklemmt sehen. Was auch nicht schön aussieht. Ja, wenn wir uns schon so Mühe geben mit dem Becken einrichten, dann sollte man auch nicht so Technik sehen. Das ist ja hier ganz nett mit allen transparenten Materialien und so gemacht. Das ist, glaube ich, auch ästhetisch ganz nett. Okay, und wie sieht so eine Pflege von so einem Biotop-Aquarium für Zebra-Harnischwälze aus? Muss ich da viel machen? Ich habe ja wenig Pflanzen bzw. gar keine Pflanzen drin. Was muss ich machen, damit es erfolgreich funktioniert? Ich nicht. Naja, was sollte man machen? Man sollte gerade am Anfang regelmäßig die Wasserparameter kontrollieren. Das ist ein wichtiger Aspekt, der drin ist. Man sollte natürlich regelmäßig Wasserwechsel machen, auch wenn die Wasserparameter stimmen. Wir können ja nicht alles messen, was im Wasser drin ist. Ja? Also da muss man schon aufpassen. Und es kommt halt auch immer drauf an. Also ich bin ja so jemand, der daheim im Sommer gerade auch immer Wasserwechsel on demand macht. Und der Demand, der ist dann oft auch von den Pflanzen, die bei uns auf dem Balkon stehen und so weiter. Und da wird schon jede Woche Wasser gewechselt bei mir daheim. Und sowas würde ich hier eigentlich auch empfehlen. Also ein Drittel jede Woche bei dem Fischbesatz klingt relativ viel, aber wenn man das Wasser irgendwo noch verwenden kann, ist es okay. Ansonsten so Drittel, die Hälfte alle zwei Wochen. Ja, eigentlich ganz okay. Und natürlich beim Filter drauf achten, wird ja trotzdem irgendwelcher Kot oder sowas reingesaugt, dass der halt auch dann regelmäßig sauber gemacht wird. Aber so ein großer Filter, da ist es, glaube ich, nicht so der Aufwand. Dass man den jetzt jede Woche oder sowas reinigen müsste, ist es ja nicht. Ich weiß nicht, ob ihr da so Erfahrungen habt. Ja, also Erfahrungen haben wir da sicherlich ein paar, aber da hätte dieser Filter halt auch den speziellen Vorteil, dass wir halt den Vorfilter haben. Das heißt also, da ist das Filterreinigen auch nochmal sehr einfach gehalten. Ich kann also hier einfach den Vorfilter rausnehmen, diesen Reinigen wieder einstecken. Ich muss bei dem Biomaster halt nicht den Hauptfilter reinigen. Das ist relativ charmant und das darf ich auch relativ häufig machen. Das heißt, ich störe die Hauptbiologie nicht, nehme sie halt nur aus dem Vorfilter hier raus, um diesen dann sauber zu machen und nehme dann im Prinzip auch schon mal den Grobschmutz raus, entlaste den Hauptfilter und das ist eigentlich eine sehr gute Lösung. Ja. Okay. Und welche beziehungsweise was fressen denn Zebra-Harnischwälze? Muss ich was bei der Ernährung darauf irgendwas achten oder kriegen die genug so im Aquarium, weil sie irgendwas abweiden oder sonst irgendwas? Oder muss ich sie speziell zufüttern mit irgendwas speziell?
Ja, also man kann nur eines sagen. Ich weiß nicht, was sie genau in der Natur fressen, aber Leandro sitzt hier, dann kann man dann später nochmal genau fragen, was sie tun. Sind eigentlich im Aquarium, sagen wir mal so, ein bisschen spezialisierte Generalisten. Die gehen dann relativ viel Futter ran. Man muss da aber auch schon aufpassen. Also ich weiß nicht, ob euch der Begriff Mopsköpfe klar ist. Also es ist so eine stark verkürzte Schnauze, die nach vorne relativ steil runtergeht. Solche Tiere findet man teilweise auch. Abbildungen von Sachen kann sowas mal angucken. Aber das sind natürlich eben so Tiere, die nicht gut ernährt worden sind und die bei der Aufzucht nicht so richtig toll ernährt worden sind, was ja, wo man auch immer ein bisschen vorsichtig sein soll. Viele Granulatfutter, Futtertabletten, Sachen mit Algen drin und so Sachen, die gehen eigentlich an alles ran. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir für Futter hier haben, weil das André mit besorgt hat, also der Kollege oder sowas. Und die nehmen natürlich auch andere. Ne? Okay, Streambits. Ich sag's halt auch einfach mal. Ja, und natürlich, wenn man Futter reingibt, bringt man natürlich auch Energie rein. Die Energie wird umgesetzt, es gibt Abfallprodukte. Deswegen muss man halt trotzdem auch Wasserwechsel machen, auch wenn hier relativ wenig Tiere drin sind. Okay, habt ihr noch irgendwas zu dem Aquarium oder zu Zebrahanischwesen hinzuzufügen? Ja, Stefan? Ja, du hast uns noch nicht auf die Maße angesprochen, weil das ist ja außergewöhnlich. Ne? Also das finde ich immer, das finde ich eigentlich das Tolle bei den Scapern, dass die mehr diese tiefen Aquarien wieder propagieren. Und wenn man von hier vorne reinguckt, dann hat es eine unglaubliche Tiefenwirkung. Man könnte ja sonst bei so Standardaquarien, die vielleicht 30, 40 tief sind, das sind 1,20 Meter mal 80 mal 50. Das hat das Verhältnis von Länge zu Tiefe ist 1,5. Dadurch schafft man auch eine relativ gute Zirkulation in diesem Becken drin. Wenn man sehr breite Aquarien hat, die wenig tief sind, dann zirkuliert es vielleicht vorne oder man muss verschiedene Filterausläufe reinbauen. Und das kriegt man hier in so einem Aquarium viel, viel besser hin. Man kriegt die ganze Bewegung viel besser rein. Und das finde ich eigentlich ganz toll. Also viele Leute haben uns auf das Maß hier angesprochen, du leider nicht. Deswegen habe ich das nochmal gebracht. Gedacht, das ist irgendwie das Coole an dem Aquarium, dass man richtig nach hinten bauen kann und eine richtig tiefe Gestaltung auch machen kann. Deswegen sieht es auch von der Seite gut aus. Ich gucke nicht dich die ganze Zeit an, sondern das klar. Aquarium, was da ist. Das wollte ich noch hinzufügen. Florian, gibt es auf dem Markt denn viele solche tiefen Aquarien inzwischen? Es wird immer mehr, muss ich sagen, dass man Aquarien sieht, die von der Tiefe 40 weggehen, beziehungsweise das wird erweitert auf 50 Tiefe bis zu 60 Tiefe im Standard. Ich meine, unser Geschäft ist vorwiegend die Standardmaß-Aquarien, weil die Sonderwünsche sind vielfältig wie unendlich. Deswegen, wir beschäftigen uns mit Standardmaß-Aquarien und da geht es mittlerweile bis 60 Zentimeter Tiefe im Standard auch. Also wir sehen diesen Trend auch. Und diese Aquarien werden dann natürlich auch vorwiegend von Aquascapern verwendet, um eben diesen tiefen Effekt nochmal zu bekommen, den man sich hier so wünscht. Und ja. Ja, also zur Eingangsfrage, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Also gut, dass du die Tiefe angesprochen hast. Es ist auch mal, wenn man die Fische wirklich beobachtet, es ist gleich ganz anders, ob sie jetzt von links nach rechts schwimmen oder umgekehrt oder ob sie auch mal wirklich nach hinten in die Pflanzen gehen oder sich verstecken. Man hat eine ganz andere Betrachtung als Hobbyist dann von dem Aquarium selber. Das ist wirklich was anderes. Also ich kann nur appellieren, Tiefe in das Becken zu geben, weil das schockt. Das schockt wirklich. Und zu den Hanischwelsen, also ich hatte ein kleines Aha-Erlebnis, als ich mir das angeguckt habe. Ich hatte seinerzeit natürlich die Tiere auf gerundeten Kies 1-2 Millimeter gehalten. Und dadurch, dass hier Sand drin ist und man die Tiere mal wirklich beobachtet, das, was du eingangs gesagt hast, Stefan, dieses an diese Steine heranschmiegen und sich eine ruhige Wasserzone suchen, wer das Becken mal beobachtet und die Tiere da drin, die haben sich alle eine Kuhle gegraben und sitzen quasi in der Kuhle schön am Stein dran geschmiegt, da sitzen sie. Also das kann man dann auch wirklich beobachten, dass denen das gefällt. Sehr schön, sehr schöne Worte zum Schluss. Stefan, Florian und auch Joachim, vielen, vielen lieben Dank. Ja, wir haben auch noch für dich, Florian, und für dich, Joachim, eine kleine Tüte vorbereitet. Als Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und übergebe ich euch direkt einmal. Danke. Vielen Dank schon mal. Ja, vielen Dank. Dann danke. Hoffe ich mal. Oh, da freut sich meine Tochter. Ja.
Vielen Dank, dass du diesen Podcast bis jetzt angehört hast. Wir würden uns natürlich über Feedback freuen. Was findest du gut, was findest du vielleicht schlecht und hast du vielleicht Themenwünsche? Schreib's gerne mal unten in die Kommentare oder melde dich einfach bei uns auf der myfish.org-Seite. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Alle weiteren Informationen wie Info und Bilder findest du wie immer unter www.my-fish.org. Mein Name ist Lukas Müller und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, bis dann.